Herzlich willkommen, Leute von heute. Ich bin White Raven und heute spiele ich einen Schamanen, wieder ohne legendäre und epische Karten. Hier kurz was mal zu meinem Deck. Das sind also lauter kleine Diener, ein paar Zauber, ein paar Verstärkungen und ein bisschen Heal habe ich mitgenommen. Und ich zähle mal alles zusammen. Das sind insgesamt, wenn ich mich nicht irre, 1440 Mana. Ich zähle aber nochmal nach. Ja, also ich hatte vorher einen Jäger gespielt gehabt mit 1640 Mana, auch ohne legendäre und epische Karten. Und ja, hat sich gut spielen lassen und hatte in dem Spiel ein Win und zwei Lose mit dem Jäger. Dann habe ich mir gedacht, komm, machen wir mal ein neues Deck und somit ist der Shami entstanden. Ich denke mal, so wie ich die Karten mir ausgesucht habe, müsste das eigentlich gut funktionieren. Wir starten mal das Spiel. Im Großen und Ganzen muss man halt auch ein bisschen mal aufpassen. Hier, neue Stadt. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und der erste Gegner ist ein Schamane. Nein, es ist ein Warlock. Ein Hexenmeister. Ja, das sieht eigentlich recht gut aus, was wir hier haben. Ich behalte einfach die Karten. Damit kann man ein bisschen was arbeiten. Wir kriegen ein paar Lakaien auf die Hand. Und unser Hexenmeister spielt seine Quest. Ah, das war ein guter. Die Karte habe ich gut gezogen. Dann spielen wir sie auch mal gleich runter. Den Wogen, den Sturm. Ah, er heilt sich gleich, zieht Karten. Markolos 74. Also wir können spielen. Unsere Heldenfähigkeit könnten wir spielen. Wir könnten auch einen Totem spielen, um Lakai auf die Hand zu bekommen. Könnte ich, wenn ich Lakai spiele, würde ich zwar die Karte Wogenden Sturm stärken im Angriff. Aber ich denke mal, wir könnten aber auch. Wir spielen mal Totem. Da wir ja die Totemverstärkung haben, der üble Totem, können wir ja dann in der dritten Runde zwei Totems auf dem Feld haben, jeweils mit 2 und 4. Also 2 im Angriff und 4 in Verteidigung. Und hinzu kommt, dass wir jetzt am Ende des Zuges zwei Lakaien ziehen. Wir verstärken aber auch gleich unseren Elementar. Machen wir nicht lang rum. Und geben. Also was ich auch darauf geachtet habe, wir haben jetzt hier auch genug Leben auf dem Feld. Das heißt, er hat 8 Karten. 8 Schaden könnte er verteilt, jeweils einzeln, auf meine Diener verteilen. Für die nächste Runde haben wir da auch eine Idee. Da könnten wir 3 Schaden verursachen und einen Diener aufrufen. Oder wir spielen ein Totem. Also quasi Totem, okay. Aber ich meinte unsere Hero Power Totem. So, momentan passt es noch. Das wären jetzt direkt
8 Schaden. Ja, das ist. Machen wir lieber einen 2-5er. Aus dem Elementar. Geben wir noch Eifer noch mit drauf. Dann wären es 3 im Angriff, 5 in der Verteidigung. Könnt noch einen Lakai spielen. Gucken wir mal, was für einen Zauber wir bekommen. Oh je. So momentan. Frostschock. Man könnte die Murlocs, aber dann wäre die ganze Sache umsonst. Vielleicht einem die Natur drüscheln. Naja, ich nehme Frostschock. So, und jetzt gehen wir schon direkt weiter aufs Leben und haben wieder genug Leben auf dem Feld. Das sind insgesamt 3. Oh, Palakai bekomme. Also falls ein Spott kommen sollte, können wir den Spott, wenn möglich, auf dem Diener zum Schweigen bringen. Auf dem Feld haben wir momentan auch genug. Oh, was haben wir da? Das ist, glaube ich, Mana-Kristall und Schaden. Ich vermute, dass ich den mal zum Schweigen bringe. Könnten auch einfrieren. Wir überlegen, was könnte man da machen. Also, wir könnten, ich glaube, zum Schweigen bringen ist gar nicht so verkehrt. Denn momentan könnte 13 Schaden hätten wir. Dann wären 6 übrig. Oder wir vernichten den einfach. Ah, ich entscheide mich ihm. Ich bringe den Diener doch zum Schweigen dann. Und nochmal 3 Schaden auf den Diener, auf den Charakter. Wir warten mal ab. Also normalerweise, auch wenn er jetzt einen Karten auf der Hand hat, dass wir nur einen Schaden verteilt aufs Feld. Okay, das ist gegessen. Das sind 6, ein Diener mit 6 Mana. Mana-Staub. Das schaffen wir wieder. Zack. Das war schon mal der erste Sieg. Hat gut funktioniert. Die Kurve hat auch gut funktioniert. Silber 9 erreicht. Silber 8 waren wir. Aber die zwei Luzbeam-Jäger, die haben ganz schön reingehauen. Die nächste Runde bitte. Warten wir mal ab, was passiert. Wer ist der Gegner? Es ist was passiert. Und der würdige Gegner ist ein Magier. Magier auf. Also die 8 Kosten 8 Mana Staub ist doch ein bisschen viel für den Anfang. Den tun wir mal weg. Ruhender Sturm ist gut. Zwei Leben für Totems. Behalten wir einfach nur mal den Diener. Ja, für die erste Runde haben wir ja was. Spielen wir gleich den Bogen den Diener runter. Okay. Er hat seine Quest gespielt, also gucken wir, dass wir so schnell wie möglich rumkommen. Ah, okay, ausgerechnet dieser Totem.
Hui. Einmal Schaden und abgeben. Nächste Runde spiele ich einen Totem. Wir brauchen Karten. Kate Pro. Das ist schon mal nicht verkehrt, dass wir den Zauber hier bekommen haben. Das könnte uns helfen, falls doch das Feld mit Minions beim Gegner voll gezaubert werden. Da kann man echt was dagegen machen, dass man den so früh halt hat. Kriegt man auch starke Minions später weg. Das sind zwei Schaden. Er hat es überlebt. Ich könnte diesen Minion angreifen, aber das war ein guter Totem. Und ein guter Drop. Das gibt nochmal zwei Schaden. Das sind 6, 2, 1. Also 6 und 1. Habe ich wieder drei Minions, wieder hier. Drei Minions auf dem Feld. Ich weiß nicht jetzt. Müsste der Magier langsam ein paar Sachen doch spielen. Ah ja, okay. Das 1, 1, 1. Wie mache ich denn das jetzt? Ich könnte spielen Totem. Hero Power. Lakai. Ich ziehe noch mal Karten. Und 22 Leben beim Magier. Eine Runde vorher, ja. So, was kommt jetzt? Okay, er hat einen Drachen vorhin schon auf der Hand gehabt. Jetzt noch mal. Verringert die Kosten seiner Karten. Jetzt haben wir wieder keine Minions auf dem Feld, aber es geht weiter. Jetzt haben wir 7 Mana. Mit 7 Mana können wir wieder Totem, Totem, Totem und Leben. Wir geben mal ab. Feuerstoß würde ein Totem noch überleben. Okay. Oh, der hat noch sein gutes Schild. Jetzt Totem mit Zauberschaden wäre nicht verkehrt. Wir haben 8 Mana, das ist auch sau stark. Jetzt haben wir Schaden, Flächenschaden. Doppelt, aber um Kampfrausch zu spielen, brauche ich doch noch ein bisschen mehr Minions auf dem Feld. Könnte ich geradeaus durch, ja. Ich könnte ihn zum Schweigen bringen. Nein, geht doch gar nicht. Ich könnte Flächenschaden machen. Ja, ich glaube, wir nehmen am besten wir mal, was für einen Drachen wir bekommen. Ah, Alexstrasza ist nicht schlecht. Ja, das mit dem Zauberschaden auch, aber ich, ja, das ist eine gute Taktik mit Kampfrausch dann. Eventuell, ja. Kampfrausch. Ach ja, das geht ja gar nicht. Geht nicht.
Machen wir es halt mal so. 18 Leben. 18 Leben. Mal gucken, was überlebt von meinen Minions. Also der ist schon mal platt. 3 Schaden. 4 Schaden machen ist auch weg. Okay, hat sich eine Kopie gemacht vom Drachen. Hui. So, jetzt. Alexstrasza nicht. Das geht nicht. Windzahn. Man bräuchte noch ein bisschen mehr Totems. So ein paar Minions, glaube ich. Gut wäre es, ein paar Minions aufs Feld zu bekommen, um Kampfrausch zu spielen. 4 hat er aber da. Die stören. Wird er mir nicht lassen. Verschiedene Varianten könnte doch. Ach was, ich könnte alle 2 Schaden zufügen. Dann wären die Gottesschilder weg. Vorher mache ich noch einen Schaden. Verwandeln. Ja, das habe ich doch jetzt anders gemacht. Oh, gut. Jetzt kosten die Zauber natürlich alle 1. Zieht Karten. Komm, lass mir. Das sind 9, 19, 18. Oh je. Da wird, glaube ich, noch einer überleben. Hä? Ja, okay. Ja, das sind 9 und 9. Das sind schon 18 Schaden. Dann bedanke ich mich herzlich, dass die Minions am Leben geblieben sind. Wäre ja noch interessant geworden. Jo, merci. Merci. Herzlichen Dank. Da haben wir die 8 erreicht. Wunderbar, wunderbar. Feine Sache. Feine Sache. Also, weiter geht's. Machen wir einen dritten. Mein drittes Spiel mit dem Shami und wir spielen wieder gegen Magier. So, Flächenschaden, 5 Mana, Erzschock, macht Totems plus 2 Leben. Was mache ich jetzt? Entfesselter Elementar. Ich habe die Münze. Zweite Runde könnte ich den schon runterspielen. Machen wir es mal weg. Ja, okay. Da haben wir ja was bekommen für die erste Runde. Ach, sieh da, da ist er wieder. Der Entfesselte. Den Sturm spielen wir mal runter. Wogen der Sturm. 1, 3. 3 Leben ist nicht verkehrt. Okay, was für ein Mager bist du? Da Heiltote. Wäre das was? Oder spiele ich ihn runter?
Hero Power Totem oder entfesselter Elementar? Hero Power Totem, entfesselter Elementar. Besser ist, was Starkes mal aufs Feld zu bekommen. Falls ich doch was krieg, wo Überladung hat, dann stärken sich ja beide. Und das Tolle beim Entfesseln Elementar ist es, dass Leben und Angriff gestärkt werden. Oh, guck mal, was ich da bekommen habe. Das passt ja wunderbar. Interessante Sache. Ich habe nur ein Totem auf dem Feld. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Somit ist mein Spott gestärkt. Den machen wir weg. Plus Zauberschaden muss nicht sein. Okay, eine Karte hat er gezogen. Vierte Runde. Vierte Runde. Das Spiel ziemlich schnell. Zack. Entfesselter ist weg. Der Elementar. Der wird die nächste Runde nicht überleben. Ach, schon wieder zweimal Kampfrausch. Aber wir könnten trotzdem 4 und 5 leben für die Totems. Der Worgen wird uns jetzt die nächste Runde verlassen, denke ich mal. Ich bin gerade ein bisschen überrascht über die Magier. Okay, Zauberschaden haben wir. Schweigen bringen. Das mache ich auch eiskalt. Und wir schaffen es, ihn kaputt zu machen. Und unsere Totems sind gestärkt. Und der zweite entfesselte Elementar ist auf dem Feld. Okay, Feuerball ist gerade flöten gegangen dafür. Dann spielen wir mal ein paar Totems runter. Was anderes können wir sowieso nicht machen. Blizzard, Feuerstoß. Okay, das ist ja was. Also wenn die jetzt überleben, werden das 12 Schaden. Plus 1. Okay, das reicht nicht. Spott. Oh, nochmal Schweigebringer. Ja. Wenn wir mit dem Schaden machen. Der Vierer, den Vierer, also der Totem mit Zauberschaden wäre nicht verkehrt. Der Spott hat nämlich schon 5 Leben. 5 Leben direkt. Spielen wir noch einen Totem. Trotz allem mal runter. Bisschen soll ich machen von den Totems. Also ich denke mal, ja, der soll ein bisschen stärker werden. Nehmen wir Zauberschaden. Totem. Oh, guck mal, Winzon. Nächste Runde. Aber gucken wir mal. Feuerstoß, Blizzard. Okay, 8. Der geht aber doch eine Richtung. Das sind 5 Minions. Er hat nur noch einen Mana zu verbrauchen. Das sind. Da muss man sich echt überlegen, was man da macht. Ey. Das wird uns nicht reichen. 9 Schaden plus 2 sind 11.
Das reicht nicht. Also, was machen wir? Ich will Winzern und mach den Fürst. Wie heißt der? Feuerfürst. Lord. Unheilsverkünder. Unheilsverkünder hieß der. Genau. Der muss weg. Muss zweimal auf ihn drauf. Und zwei auf den Charakter oben. Das sind dann 14 Leben. Dann, okay, eine für den Inhaltsverkünder, falls wir den nicht gezogen hätten, hätten wir einen Kampfrausch noch benutzen können. Okay, Dragons, das sind 9 Mana. 9 Mana. Also wenn der Windzorn jetzt auf dem Feld bleibt, sind das 7 und 7. 4 plus 3, zweimal angreifen. Passt, oder? Hat du nichts mehr, aber. Weil mit dem Drachen kriegt er ihn nicht kaputt und mit dem Kleinen. Hallo. Dankeschön. Ja, das war's. Da machen wir auch nicht lang rum. Müssen wir keinen quälen lassen. Passt schon. Zweimal Angriff. Jo, das war der dritte Sieg in Folge. Komm, machen wir noch ein siebte Game. Also Silber 7 wäre jetzt noch nicht verkehrt. Silber 5, das machen wir ein anderes Mal, denke ich mal. Aber einen mache ich jetzt noch. Einer geht noch, einer geht noch. Leute von heute, einer geht. Wie dann mal wer? Ein Dämonier, das wird interessant. Oh, da muss man voll konzentriert bleiben. Wie immer, so schnell wie möglich Leben runterreißen. Sind wir ja gewohnt. Wandelnder Brunnen. Ja, der ist gut, dass er dabei ist. Zum Schweigen bringen ist nicht verkehrt. Vielleicht mein Dienern 1-1 ist auch nicht verkehrt. Und der Totem ist auch okay. Hallo. Schade, dass sie ihm sowas, das Böse rückt näher. Dabei grüßt er nur, ne? Einmal Überladung. Könnte ich spielen? Haben wir nicht. Nächste Runde kann ich nämlich drei Lakaien spielen. Also zwei Lakaien und einen nehmen wir ja auf die Hand. Dann haben wir zwei Lakaien. Gucken, was wir für einen dazu bekommen. Das wird er hier face, sagen die meisten. Hier reißt mir ein Leben runter. Der ist nicht schlecht. Das ändert das Programm. Jetzt könnten wir Totem spielen, ein Lakai, Drachen entdecken oder ich mache den Minion vom Gegner weg und rufe einen Minion, der 3 kostet, auf. Was machen wir da? Intelligent wäre es jetzt, den wegzumachen, damit ich auf meinem Feld ein Minion habe. Okay, also gerade ziehen plus Totem, Kraft der Totem, Macht der Totem. Das sind schon Karten, die dabei sein sollten und auch nicht viel kosten.
So, jetzt hat er mich mit seiner Waffe nicht angegriffen. Ist ja ein Ding. Ich könnte jetzt Drache. Komm, kriegen wir einen Minion runter. Spott ist schon mal sehr gut. Sind alles gute Drachen, aber vierte Runde könnte man den spielen. Jetzt verstärken wir noch die Totems. Und geben ab. Ich ziehe den Totem. Mana Flut Totem. So, jetzt hat er einen Dämon. Hab kurz mal jetzt hingeschaut. Dämonen. Und zwei vergünstigt. Oder mach sie günstiger, ne? Okay. Wir haben zwei Minions auf dem Feld. Einer hat fünf Leben. Wieder Lakai. 5, 7, wäre nicht schlecht. 100, 100, 2, 3 oder 3 Minions spielen. Überladung. Ja. Könnte ich beides stärken. Ich spiele jetzt nochmal. Schlammschlufer. So, jetzt tun wir die mal um 1 stärken. Ein Minion mache ich mal weg. So, jetzt steht nur der Vierer alleine da. Wir haben 7er auf dem Feld. Mit 7 Leben Diener und mit 5. Mal gucken. Jetzt haben wir eine Kombination auch. 5 Schaden bei 7. Was suchst du dir aus jetzt? Kannst ja nur einen platt machen oder auf Leben gehen. Ein Sturm. Okay. Okay. Okay, passt. Das ist ja schön. So, jetzt könnte man 3 Schaden machen. Kostet eine Überladung. Und wir entdecken einen Drachen. Drache. Mal gucken, was bekommen wir für einen Drachen. Hui. In dem Fall. Zweiköpfiger Tyrann. Drachenkönigin Alexstrasza. Oder Alexstrasza. Ja, 2 Minions, 4 Schaden, das ist nicht verkehrt. Könnte ich eventuell gebrauchen. So, 23. Ein Minion mit 5 Leben, eins mit 4. Ja, und spielst du deinen Dämon mit 4 Schaden? Was passiert? Ja, das wären 23. 21. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Also, den können wir nicht spielen. 2 Totem Schaden. 2 Schaden. Das sind 4 Schaden. 2-2. Totems. Zwei Leben. Und jetzt hier gerade
Passt. Ich habe mich zum Ziehen entschieden. Jetzt habe ich hier 2 Minions mit 8 Leben. Und ich habe auch gut gezogen. Mal gucken, was passiert. Gerade gezogen, 29 Leben. Okay, mit 2. Mal gucken, kann viel passieren, wenn es 0 kosten, die Karten. Okay. Mann, 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 Mann. 3, 4. Zum Schweige bringe, zum Schweige bringe, sind 2 Schaden. Ich könnte mal links und rechts die 2 abräumen. Plus Zauberschaden, plus Heilung ist gut. Das ist. Ja, Schaden habe ich immer noch 2 Mana-Staub übrig. Und ich kann nochmal meinen Totems stärken. So, das machen wir, aber wir räumen mal ein bisschen ab hier. Den weg. Der rechte weg. 2 Totems. Ja, kann man 2 Angriff geben. Den nochmal weg, den Sechser. Soll ich leben oder soll ich den Minion wegmachen? Geh mal leben. 3 Schaden bei 27. Und heil. Und geheilt. Ja, normal ist es schon ein bisschen schwerer. Ich glaube, der Dämonenerzieher. Ach, da sind sie doch, die Karten. Dann kriegst du weg. Das 7er nervt, gell? Mit 7 Leben, 2 Stück. Ist schon eine nervige Geschichte, okay. Geschafft. Ich bin aber auch schon müde. Komm. Hau rein. Okay, das war's. Da machen wir nicht lang rum. Zack. Einmal Kampfrausch. 8 und 8. Jo, liebe Leute. Das waren jetzt überwiegend Magier, ein Dämonenjäger, ein Hexer. Zweimal. Dämonenjäger, Hexer, genau. Hören wir mal auf. Hier. So, also im Großen und Ganzen war das gut. Kann sich das kurz mal nochmal angucken. Das sind 4 Siege gewesen, also 100% Winrate in dem Bereich hier Silber. Ja, das sind schon, sollte dabei sein. Sind genug Totems dabei. Passt schon. Ja, was soll ich da noch sagen, liebe Leute? Schaut euch das an. Das war heute mal wirklich schön, ein erfolgreicher Mittag, Vormittag. Somit sage ich herzlichen Dank, Leute. Habt viel Spaß. Ich wünsche euch viel Glück. Bye bye.